ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das ist gut für mich. Das ist sehr gut für mich. Das ist. Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemeinsam in guter Gesellschaft ist das Motto für diesen Tag. Ein Tag, den wir, die Berliner und Brandenburger Mitarbeiterinnen des Internationalen Bundes, erstmals gemeinsam gestalten. Es benennt die Fusion der drei Berliner und Brandenburger Organisationseinheiten, die wir in den vergangenen Monaten organisiert haben. Und es drückt auch die Freude aus über das allmähliche Zusammenwachsen, zu denen dieser Tag heute beitragen soll. Ich befinde mich in guter Gesellschaft und die gute Gesellschaft sind Sie. Ich danke Ihnen herzlich. Sind ja noch relativ neu, aber finden es im Eigentlichen auch ganz in Ordnung, dass gerade die Verknüpfung des Netzwerks hier ausgebaut wird. Eine wunderbare Location, ich glaube, besser kann man es gar nicht finden. Also Treffen finde ich total klasse. Die Bewirtung beim Mittag hätte ein bisschen besser sein können. Also das Essen war gut, aber halt das Anstehen war nicht so schön. Die Idee vom Großworkshop ist eigentlich schon eine ganz alte. Also im Verbund Brandenburg, eine der Organisationseinheiten, die ja in diese neue Gesellschaft mit übergegangen sind, ist das schon eine sehr, sehr lange Tradition. Und natürlich war es uns wichtig, diese Tradition weiterleben zu lassen und einen gemeinsamen Großworkshop für Berlin und Brandenburg zu veranstalten. Sine, sine, um, sine, sine, um. Wenn man beim IB irgendwie erfolgreich sein will, dann muss man so sein, wie man ist. Und ich denke, das bringt den Menschen einfach mal weiter. Weil es eine Veranstaltung ist, wo wir hingehen mussten oder müssen, aber eigentlich auch eine Veranstaltung, wo ich jetzt gerne hingekommen bin. Es ist nicht einfach nur eine Zwangsveranstaltung, sondern ich finde es irgendwie klasse, mal die ganze Meute, sage ich mal, zu sehen. Das ist ja für uns jetzt auch ganz neu, so eine Veranstaltung. Und ich finde es tolle Angebote. Für mich ist das interessant, weil ich nie so lange bei IB bin. Erst seit Oktober letztes Jahres. Und natürlich, das ist eine sehr gute Gelegenheit, alle Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Ich bin selber auch Musiker, ich mache auch Musik seit Jahren und ich mache viel in der Schule mit den Schülern Karaoke, also richtig live singen, begründe gerade eine Schülerband, versuche da eine Schulband zu installieren, sodass man mit dem IB auch später mal öffentliche Auftritte realisieren kann.
Also ich bin beeindruckt von dem, ich war jetzt in einem Workshop, von dem, was hier geleistet wird insgesamt, wie engagiert die Kolleginnen und Kollegen sind. Das hört man allenthalben, aber ich habe es jetzt erlebt und wie sehr sie sich auch stark politisch engagieren und mir mitgegeben haben, also mir persönlich mitgegeben haben, man sollte sich noch stärker politisch engagieren. Die Mitarbeiter, egal ob der Gesellschaft Berlin-Brandenburg oder allen IB-Mitarbeitern, mit auf den Weg geben will, lebt eure Vielfalt, bringt das, was ihr als Vielfalt zu uns bringt, mit ein in unsere Arbeit. So können wir wachsen, so werden wir bunt und groß werden und das ist toll für mich. Haken und Ösen. Es gibt immer mal Probleme, aber die werden relativ schnell bei uns gelöst. Und dann, wir sind Lösungsmenschen und Lösungstiere, sage ich immer. Der Mensch irgendwie versucht immer eine Lösung zu finden und das klappt bei uns relativ und nicht relativ, sondern sehr relativ gut. Super geil, also macht mir Spaß. Hey. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich glaube, es ist ein bisschen so sagen zu dürfen, modernes Miteinander, vielleicht ein, zwei neue Wege zu gehen in der Zusammenarbeit, eine sehr flache Hierarchie, was mir sehr wichtig ist, den Dialog zu haben. Das kann ich sagen, das brauche ich auch nicht irgendwo in die große Runde zu werfen. Einfach dieser Austausch zwischen Basis und meiner Person gemeinsam mit Frau Ebert, einen guten Austausch zu haben. Deswegen ist der Tag sehr gelungen, trotz Dubenwetter. Genau, alles locker, vom Hocker.